Betriebsratsarbeit während der Kurzarbeit. Tag zusammen. Ne? Corona-bedingt fahren eine ganze Menge Betriebe im Augenblick Kurzarbeit. Was es damit auf sich hat, da habe ich zwei Videos zu gemacht. Die erscheinen dann auch da oben so hintereinander. Aber ganz unter uns Pastorentöchtern, nur weil Kurzarbeit gefahren wird, auch bei Kurzarbeit Null, heißt das ja noch lange nicht, dass die Betriebsratsarbeit damit auch aufhört. Die Frage ist nur, wie wirkt sich eigentlich die Kurzarbeit auf unsere Betriebsratsarbeit aus und wie gehen wir eigentlich damit um? Das Ding geht schon damit los, dass die gesamte Kurzarbeit als solche ist schon mitbestimmungspflichtig. Ne? Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 3 Betriebsverfassungsgesetz. Vorübergehende Verlängerung und Verkürzung der betriebsüblichen täglichen Arbeitszeit. Üblicherweise reden wir da über Überstunden. Aber man muss sich auch mal klar machen, nein, auch die Kurzarbeit ist davon umfasst. Das heißt, das, was es bei mitbestimmungspflichtigen Tatbeständen immer heißt, der Arbeitgeber kann ohne euch Betriebsräte überhaupt keine Kurzarbeit fahren. Er braucht eure Zustimmung dafür. Und wenn ihr die nicht gebt und wenn ihr euch mit der Arbeitgeberseite nicht einig werdet, unter welchen Voraussetzungen und unter welchen Umständen die Kurzarbeit gefahren werden soll, ja, dann passiert genau das, was immer passiert. Es geht vor die Einigungsstelle. Und der Arbeitgeber darf ohne die Zustimmung des Betriebsrates nicht gegenüber den Arbeitnehmern Kurzarbeit anordnen. Kann er ohnehin nicht, braucht eine Vereinbarung für, aber auch die dürfte er nicht rechtswirksam kriegen ohne Zustimmung des Betriebsrats. Da ist augenblicklich eine ganze Menge Bedarf und da ist auch Bedarf an Sachverständigentätigkeiten für die Anwälte und liebe Betriebsräte, um hier die Diskussion um die Sachverständigenbestellung und den Preis darum vielleicht ein bisschen kürzer zu fahren, ist es hier sinnvoll, wenn ihr euch an den Anwalt eures Vertrauens wendet und mit dem vielleicht einen Pauschalpreis ausmacht. Ich mache im Augenblick tatsächlich auch aufgrund der Menge und der Zeit, die da drängt, tatsächlich Pauschalvereinbarungen unabhängig vom tatsächlichen Zeitaufwand. Wir wissen ja, Betriebsratsarbeit findet während der Arbeitszeit statt. Nur dann, wenn das aus betrieblichen Gründen nicht möglich ist, weil es in der Eigenart des Betriebes liegt, dann kann es auch außerhalb der Arbeitszeit stattfinden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ne, bei Kurzarbeit null gibt es keine Arbeitszeit, keine Betriebsratstätigkeit. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Natürlich gibt es trotzdem noch haufenweise, was zu besprechen ist. Es sind auch Beschlüsse zu fassen. Wir nehmen mal den Worst Case an. Es sind tatsächlich personelle Einzelmaßnahmen am Start, maßgeblich Versetzungen. Ne? Das ist ja zustimmungspflichtig, dafür müsst ihr Beschlüsse fassen. Oder wenn es noch schlimmer kommt, die Anhörungen zu Kündigungen. Also dafür muss der Betriebsrat zwangsläufig Betriebsratsarbeit machen. Wie das in Zeiten von Corona geht mit Abstand und so, da habe ich auch ein extra Video zu gemacht, findet sich dann da oben in der Ecke. Was passiert jetzt mit Betriebsratsarbeit, die außerhalb der dann individuellen Arbeitszeit gemacht wird? Ja, da ist dasselbe wie sonst auch. Wir kennen das aus dem Schichtbetrieb auch, wenn Betriebsratssitzung ist. Die wird ja dann meistens so gelegt, dass die eine Schicht ein bisschen betroffen ist und die andere Schicht auch ein bisschen betroffen ist. Führt dazu, irgendwie muss jeder gerade länger arbeiten, als eigentlich Schicht gewesen ist oder vor der Schicht schon kommen. Das sind dann individuelle Betriebsratsüberstunden. Und bei Betriebsratsüberstunden wissen wir ja, Paragraph 37 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz, die sind innerhalb eines Monats in Freizeit auszugleichen. Nur wenn das aus dringenden betrieblichen Gründen nicht geht, sind sie auszuzahlen. Das ist eine der ganz wenigen Vorschriften im Gesetz, wo man was wirklich zur Auszahlung oder zum Abfeuern von Überstunden finden, nämlich bei den Betriebsratsüberstunden. Alt. Fahren wir im Betrieb allerdings gar keine Kurzarbeit null, sondern verkürzen wirklich nur die Arbeitszeit, weil wir noch ein bisschen was zu tun haben, dann gilt das Übliche, ne? Betriebsratsarbeit findet während der Arbeitszeit statt und das ist dann eben während dieser verkürzten Arbeitszeit. Und dann gilt auch wieder dasselbe, was ich eben sagte, wenn das über die individuelle Arbeitszeit hinausgeht, ist das Betriebsratsüberstunde. Im Augenblick kursieren unheimlich viele Vereinbarungen rum, die zum Inhalt haben, wir fahren zwar Kurzarbeit und wir fahren Kurzarbeit null, aber es könnte durchaus sein, lieber Arbeitnehmer, dass ich zwischendurch mal Arbeit habe. Und dann bin ich als Arbeitgeber berechtigt, dich dafür auch ranzuholen. Also entweder ihr habt das in der Betriebsvereinbarung schon geregelt, wie das gemacht wird,
Oder wir haben es hier dann jedes Mal wieder mit einer vorübergehenden Verlängerung der betriebsüblichen täglichen Arbeitszeit zu tun, mit dem Ergebnis, dass hier der Betriebsrat schon wieder zustimmen muss. Es ist natürlich sinnvoll, diesen Fall schon in der eigentlichen Betriebsvereinbarung auch wirklich zu regeln, sonst könnte es sein, dass ihr einmal die Woche nur dafür daran kommen sollten müsst. Und es ist ja auch nicht verkehrt, wenn die Leute zur Arbeit rangezogen werden, weil Kurzarbeit ist ja nicht Urlaub, ne? Das ist ja nur Verkürzung der Arbeitszeit, nur in Anführungsstrichen, ne? Und in der Zeit, wo die Leute kommen, werden sie auch ganz normal bezahlt. Also das ist von Vorteil für die Leute. Welches Gehalt beziehen Betriebsräte wegen der Kurzarbeit? Da muss ich euch sagen, bevor ihr da komische Ideen gekriegt habt, weil ihr ja Betriebsräte seid und irgendwie deswegen eine Sonderstellung haben könntet. Nein, habt ihr an dieser Stelle nicht. Ihr kriegt auch nur ganz normal Kurzarbeitergeld, so wie alle anderen auch, was sich dann errechnet danach, inwieweit sich die Arbeitszeit wirklich verkürzt und wie viel Netto man weniger hat. Ne, davon wissen wir ja, zahlt die Bundesarbeitsagentur dann 60 respektive 67% des Ausfalls. Das gilt auch für Betriebsräte, selbstverständlich. Betriebsräte sollen ja auch keinen Vorteil aus ihrem Amt haben, genauso wenig wie sie einen Nachteil haben dürfen. Also, ihr seht, Betriebsratsarbeit während der Kurzarbeit ist im Wesentlichen eigentlich nicht anders als die sonstige Betriebsratsarbeit. Auch, ne, denkt nur dran, sie findet immer noch statt. Das könnte den Arbeitgebern so passen, dass die Betriebsräte jetzt auch noch die Betriebsratsarbeit einstellen. Nein, möglicherweise ist jetzt sogar einfach noch viel mehr Zeit und Raum, sich mal die wesentlichen Dinge zu überlegen für die Zeit nach der Kurzarbeit. Und dann werden wir den Arbeitgeber mal daran erinnern, wie sehr wir doch entgegengekommen sind, als es während der Krise ein bisschen schwierig war. Das erwarten wir dann bitte schön nach der Krise von der Arbeitgeberseite auch, um unseren Leuten damit was Gutes zu tun, sprich Politik im Betrieb zu machen. Das ist nämlich die Aufgabe des Betriebsrats. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis dahin. Hallo. Also, der Gesetzgeber hat wirklich, und das kommt einfach schon von der Arzt zu sagen, wir lernen heute, Überstunden sind mit dem Gehalt abgedeutet. Was allerdings überhaupt